Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Mario Party zusammen mit Dena. Hallo mein Jorgas! Guten Tag, so wir machen hier direkt slash start, damit das Ganze auch losgeht. Jetzt die Frage, hast du überhaupt schon mal Mario Party gespielt? Noch nie, aber ich habe schon mal gesehen. Okay, du hast es schon mal gesehen. Das sind natürlich perfekte Voraussetzungen, denn für die Leute, die Mario Party zumindest auf diesem Server nicht kennen, es ist im Grunde genommen genauso wie auf dem N64 oder auf dem GameCube oder auf der Wii. Pipapo, verschiedene Minispiele und man muss Punkte sammeln, um als Erster ins Ziel zu kommen. Und jetzt lass die Party beginnen. Ist man irgendein Team oder was muss ich jetzt machen? Nee, wir warten jetzt musst du würfeln. Und wie würfel ich? Indem du klickst. Im richtigen Moment. Oh. Und was hast du? Wo steht das? Drei? Das ist deine EP-Leistung. Dann habe ich eine 3. Okay, ich habe eine 4 gewürfelt. Das ist natürlich... Ja, geht besser. Noch 46... Wow! was passiert jetzt? Ja, weil jetzt wird gleich das Spiel angesagt, was wir als erstes spielen. Ich hoffe, es ist... Ach so, wir sind jetzt... Das ist wie ein Spielbrett sozusagen. Ja, genau. Du kannst auch F5 drücken, dann siehst du das so ein bisschen mehr aus der... Kannst dich ein bisschen umgucken und... Oh, freier Fall, das ist wie The Dropper. Kennst du doch auch, oder? The Dropper? Ja. Hast du doch sogar mit dem ein Dingens gespielt, oder? Genau, mit der Oculus, ja. Ja, das war ziemlich krass. Ja, das heißt, jetzt spielen wir alle The Dropper? Ja, genau. Jetzt musst du einfach nur nach vorne laufen und dann hier runter und dann möglichst im Wasser landen. Oh. Wo ist das Wasser? Einfach geradeaus. Warte, warte. Ich glaube, ich muss mal meine Dings so hochstellen, dass ich noch weiter schauen kann. Ja, du musst im Grunde genommen... Ey, das kann nicht sein. Ich hasse diese neue Map. Ich komme ja einfach nicht ins Wasser. Aber es bringt gar nichts, dass ich das hochstelle, weil es trotzdem dauert, bis es gerendert wird. Echt? Oh, ja. Komm. Wenigstens. Nein! Und? Ah, so knapp. Maus, Hoth und Jonas. Oh, vorbei, der Zaun ist zu. Aber das hat jetzt jeder gespielt oder nur die auf unserem Feld? Nee, das hat jeder gezockt. Alle sind dabei. Und das ist eben immer so. Es gibt Sachen wie Gun Game, da gibt es auch so eine Art Mohun-Spiel, wo du eben so verschiedene Sachen abschießen musst. Ich habe eine 1 bekommen. Ach Mensch, Dena. Also ich habe eine 6 gewürfelt, falls dich das interessiert. Mhm. Aber was haben jetzt sozusagen die Gewinner von diesem Minispiel bekommen? Die Leute, die das gewinnen, zum Beispiel der Erste bekommt einen weiteren Goldwürfel. Das bedeutet, er kann nochmal von 1 bis 6 würfeln. Der Zweite, ich glaube, von 1 bis 4. Und der Dritte nochmal zwischen 1 und 2. Okay. Und es ist eben logisch, weil er dann eben den Goldwürfel hat. Okay, jetzt gibt's TNT-Run. Das müsste easy sein. Einfach TNT ist mein Ding. Ja, King TNT. Was muss man machen? Einfach nur rumlaufen. Und möglichst hinter dir, jeder Block, den du berührst, der wird natürlich, der verschwindet. Wie TNT-Run von Hypixel. Kennst du das? Kenn ich nicht. Kennst du nicht, was sind da los, Dena? Bildungslücken. Achso, jeder hinter mir wird so... Und wie heißt das TNT? Ja, weil normalerweise ist das Ganze mit TNT... Oh, ich bin noch runtergefallen! Ach Mensch, Dena, da muss er auch nochmal... Okay. Boah. Sind aber schon voll viele runtergefallen. Sieht zumindest so aus. Es war einer, lief genau neben mir und plötzlich war der Block, auf den ich war, weg. Ja, dann musst du da natürlich irgendwie ausweichen. Oh. So, kommt mal weg hier, ihr kleines Schlawiner. Alter, okay, hier ist nicht mehr viel. Nein, wenn der jetzt hier... Nein! Das hat er gut gemacht. Ich dachte, er will mir den Weg abschneiden, deshalb wollte ich nicht gerade auslaufen. So, jetzt können wir die beiden noch so ein bisschen beobachten, da sehe ich dich auch. 3 sind noch drin, ne? Ja, tatsächlich. Das heißt, du hast keinen Extrawürfel. Nee, leider nicht. Aber du weißt ja, die letzten werden die ersten sein. Dementsprechend räumen wir das Feld von hinten auf. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist. Hey, der eine ist runtergefallen, ganz klar. Wo, wann, hä? Der rote, der ist einmal zwischendurch auf dem Boden gewesen. Nein. Oh, ich bin schon. Jetzt aber ich schon wieder. Ja, jetzt ist er runtergefallen. Nee, das war vielleicht einfach aufgrund der Perspektive. Und okay. Dieser Jonas scheint gut zu sein. Das ist das zweite Mal, dass er da so weit oben landet. Jonas, check. Okay, jetzt wieder würfeln. Volle Konzentration. Guten Tag, Sir. Ich kann noch nicht würfeln jetzt. 3! Jawohl, wieder eine 6. Okay, hey, ist das nur Glück oder musst du an die richtige Stelle klicken? Nee, du musst natürlich das Timing auch haben. Natürlich durch die vielen Streams etc. ist es nicht das erste Mal, dass ich diesen Spielmodus spiele und einigermaßen weiß, wann man drücken muss. Also du musst halt einfach so, vielleicht so bei der, wenn du die 3 siehst, dann solltest du dich schon mal darauf einstellen zu klicken. Je nachdem, was für eine Geschwindigkeit du hast. Weißt du, ich habe gar keine Zahl. Ach so, die Zahl steht dann im Dings. Okay, die Zahl. Wie ich da stand, ich wurde 4 Felder nach vorne geworfen. Wieso das? Oh, das ist gut. Ja, weil es gibt auch Bonusfelder. So, jetzt gibt's Red Light, Green Light. Das bedeutet, wenn der grüne Block da ist, dann darfst du laufen. Wenn es rot wird, musst du sofort stehen bleiben. Eben, ich weiß gar nicht, wie das Spiel sonst heißt. Okay, komm schon.
Und wenn orange ist, kann man noch so ein, zwei Felder weit gehen, aber das ist halt absolutes Risiko, was man da gehen muss. Hä? Der eine ist gerade gesneakt und ist einfach weitergelaufen. Oh, das hat der eine richtig gut gemacht. Ey, der eine sneakt und läuft einfach, der cheatet. Was ist denn da los? Na komm. Jawohl, zweiter. Perfekt. Mann, ich war voll weit hinten. Ich habe so richtig vorsichtig bei Gelb sofort aufgehört. Ja, das ist eben der Fehler. Das darf man bei dem Ding nicht machen. Aber das Glückliche war gerade, ich war eigentlich schon relativ... Oh, jetzt kurz hoch. In der What? 1! Es hat aber kurzzeitig auch bei mir ein bisschen gelaggt. Eine 1 habe ich. Oh. Mann. Aber die 1 ist ein. Vielleicht ein gutes Feld. Hä? Darf ich nicht nochmal würfeln? Hä? Ich bin noch Zweiter geworden. Oh. Leute, was. Ist das Betrug bei Mario Party? Bowser hat dich geschnappt. Du wurdest 2 Felder zurückgesetzt. Nein! Das ist natürlich. Oh, heiße Kartoffel, das kennst du doch auch. Hot Potato? Ja, das kenne ich, das ist cool. Ich weiß. So, jetzt müssen wir gucken. Hoffentlich bin ich nicht die Hot Potato. Das war aber irgendein Dinner-Style drin. Das war ja, ich weiß. Das war witzig. Das war ein lustiges Spiel. Aber ich bin keine Kartoffel. Du bist Deutsche. Oh, oh. Nee, bin ich die Potato? Hä, wieso habe ich. Nein, Alpenmaus ist die Kartoffel. Okay, alles easy. Jetzt Bud Spencer. Hä, wieso wurde ich auf einmal so schnell? Ich bin ja nicht genickt, also ich bin immer noch den. Kein Problem, wo sind die denn, hä? Siehst du die Kartoffel? Ja, ich sehe sie. Okay. Ein roter Spieler ist das gerade. Oh, ach, da vorne, okay, alles easy. So, vorsichtig, bitte nicht ich die... Oh, alles perfekt. Oh, da vorne sehe ich sie. Es ist Marese. Oh, ich bin die Kartoffel! Nein! Ich bin die Kartoffel! Kartoffel! Ich bin explodiert. Ich bleib mal lieber hier an der Seite, obwohl... Oh, nein, 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 ich bin auch die Kartoffel. Komm. Wieso? Ja, yes, ich bin die Kartoffel losgeworden. Alles easy, kein Problem. Lass mich in Ruhe, Leute. Okay. Hab gar nicht gemerkt, dass ich plötzlich die Kartoffel war. Oh, Mann. Oh, ich hätte jetzt richtig Bock auf eine schöne Baked Potato, wo wir das Spiel gerade spielen. Oh, nein, ich bin wieder die Kartoffel. Nein, 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 nein. Okay, das war's. Verdammt. Das kann nicht wahr sein. Oh, wer gewinnt da unten? Na, komm. Kleines Steak. Oh. Wann hast du das letzte Mal Steak gegessen? Vor ein paar Tagen erst. Vor ein paar Tagen. War auch lecker. Bist du raw? Nee, Englisch, Medium oder komplett? Medium. Okay. Ja. Ich war mal auf diesem Englisch-Trip. Da wollte ich es möglichst blutig haben. Und dann? Ja, dann bin ich doch wieder zu Medium geswitcht. Na, ich finde Medium am besten. Wenn es innen drin schon noch, aber. Okay. Den erscheint gerade verschwunden zu sein. Dena, bist du noch da? Wir skypen übrigens, was ich normalerweise sonst nicht mache, sonst benutze ich immer Teamspeak. Dena? Ich sehe das Aufnahmen. Oh, nein! Okay, jetzt hört man kurz das Skype-Geräusch. Okay, wir sind aber noch in-game. Oh ja, jetzt haben wir uns wieder. Das war ein okay. Skype-Fehler. Ja, ich höre dich auch gerade in einer richtig guten Qualität. Ja, ich weiß. Ah, jetzt geht das wieder. Oh Mann, ich hab eine 1 gewürfelt und ja, ich schwöre, das war eine 5 und dann kam sofort die 1. Ne, bei mir, Mini-Survival Games, das ist auch nice. Bei mir war folgendes Problem, dass irgendwie alles gelaggt hat und auf einmal hatte ich eine 1. Hier würde ich super passiv spielen. Am Anfang musst du nur Kisten sammeln, das ist alles noch easy. Nein, der hat die eine übersehen. Komm, gib mir die Kiste. Bitte, ich habe noch keine gesehen. Bitte. Sind yes. In den Häusern Kisten? Ne, überall sind welche, also in den Häusern, in den, auf den Bergen. Genau, in dem Haus ist keine einziges. Ja, das ist halt Glück. Warte mal, jetzt müssen wir mal hier gucken. Toll, ich habe nur einen Heal Potion. Ich hätte gern ein Schwert oder so. Da läuft einer mit Schneeflocken hinter sich her. Das nervt mich. Ich töte den jetzt. In 4 Sekunden, in 3 Sekunden, in 2 Sekunden. Ja, Training, ne? Oh, komm schon. Oh, der hat bessere Sachen als ich, aber leider. Oh, komm schon. Aber ich habe ihn trotzdem gekillt, weil ich besser bin. Oh. Hä? Der hat gar nichts gedroppt. Ohne Spaß. Nee, er droppt ja. Ist ja Mini-Survival Games. Du kriegst die ganzen Items aus den Kisten, die du einfach so einsammelst. Mann! Oh, ich dachte, ich kill den jetzt. Dann hätte ich ja viel passiver gespielt. Ja, das ist ja auch gerade das Wichtige, dass man hier eigentlich so ein bisschen passiv spielt, weil nur der Letzte gewinnt. Also es ist jetzt nicht so, dass das der mit den meisten Kills gewinnt, sondern einfach der Letzte, der überlebt. Oh, da vorne natürlich wieder. Mann, ich dachte, ich bekomme seine Sachen, der hat den Steinschwert, das wäre schon mal gut gewesen. Und Rüstung hat er, glaube ich, auch. Ey, wieso erwischt ihn denn nicht? Oh, ich bin leider tot. Ja, den krieg ich. Jawohl, kein Problem. Wie viel Leben ich hatte noch von meinem ersten Kampf noch so wenig Leben die ganze Zeit. Ja, deshalb ist es halt einfach. Ich,
Das finde ich auch gerade nicht so geil an dem Spielmodus, weil es irgendwie nur das Passivspielern belohnt fördert. Wird. Genau. Und am Ende hocken dann 20 Leute in den Häusern und gewinnen das Game. Ja, ja. Weil jetzt sind es noch 30 Sekunden. Ich werde jetzt versuchen, einfach mal ein bisschen. Da vorne ist einer. Hey, was ist, wenn noch mehrere Leute leben, bevor die Zeit abläuft? Das habe ich bis heute nicht ergründen können, was dann oder wonach das letztlich ausgesucht wird. Ist dann vielleicht doch, wer mehr Spieler getötet hat? Nee. Ach, komm jetzt, guck mal her. Der aber. Oh Gott! Hä? Ich habe aber wieder voll AP. Das wäre auch gut, wenn man voll AP bekommen würde, wenn man einen gekillt hat. Das wäre ja, auch ein Anreiz. So okay, ich habe jetzt, glaube ich, 3 Leute gekillt und bin Erster geworden. Wunderbarski, so muss das sein. Ja, ich habe immerhin 2 getötet. Ich war auch nicht schlecht. Das war. Also, natürlich nicht, Dena. Wir wissen ja, dass du momentan eifrig am Trainieren bist und. Ja. Ich meine, die Runde Survival Games, die Dena und ich gespielt haben, die war echt richtig. Richtig nice. Ich habe eine 1 gewürfelt. Oh, der. Das mit dem Timing? Nicht, jetzt dachte ich mir so, ach, okay, ich mach Augen zu und drücke einfach. Und was ist 1? Das ist einfach Pech, ist das. Weißt du, was jetzt passiert? Ich komme wieder auf Bowser. Echt? Ja. Das ist natürlich. Ich komme wieder auf Bowser und dann werde ich wieder 2 Felder zurückgesetzt. Oh, ich bin momentan 2. Jonas, der weiß, wo der Frosch die Locken hat. Der braucht nur noch 10 Felder. Aber wenn ich das nächste Spiel gewinne und 2 mal eine 6 würfel, könnten wir das heute noch schaffen, Leute. Niemand ist mehr bei mir. Alle weg. Minenfeld. Oh nein, nicht Minenfeld. Das ist das Sturmwaffel immer so drin. Irgendwie steht er immer hier. Was passiert da? Du musst einfach nur, du darfst nicht auf die Druckplatten drauf und musst da vorne. Richtig, aber möglichst schnell muss man sein. Ja, ne? Natürlich, klar. Wenn man auf die Druckplatten kommt, explodiert, ist man sofort raus. Ja, genau. Nee, dann respawnst du halt. Achso, aber es ist nicht, dass man mit Glück rüberrennen kann über die. Nee. Also wenn du wirklich auf der Druckplatte drauf bist, dann. Oh, verdammt. Oh, Kacke. Nein! Oh Gott, ich wollte anhalten, aber es. Ach, crap. Warte, jetzt könnte ich. Alter, am Anfang war ich voll gut und jetzt krieg ich halt nichts mehr hin. Ja. Es war bei mir genauso. Oh. Zack. Hä? Ey, wieder auf den Panzer auf, das geht auch nicht. Zack, zack, zack. Ah, verdammt. Nein! Und es war Jonas. Okay, jetzt wird's spannend. Jonas darf auf gar keinen Fall insgesamt 10 Punkte machen. Verdammt. Jetzt würfel ich eine Superzahl, das weiß ich schon. Ich habe das Gefühl, man muss. 4! Okay, ich habe eine 4. Okay, komm schon bitte, Jonas. Bitte nichts. Jetzt bin ich auf jeden Fall endlich über Bowser weg. Er braucht noch 4 Felder. Komm schon bitte. Gib mir ein Bonusfeld. Einmal über los und ziehe 400 Mark ein. 400 Mark vor allem. Ja, ich kenne Monopoly noch mit Mark. Ja, es gibt ja vor allen Dingen mittlerweile voll. Na, oh, Jonas. Was ist das für ein Spiel? Das ist kein Spiel. Jonas hat es tatsächlich geschafft. Oh. Er hat uns besiegt, aber das ist nicht schlecht. 2. Platz, den aber weißt du ungefähr. Also du warst wahrscheinlich 3. oder 4. Nee, ich glaube auch. Ich glaube irgendwie so. So, ja. Leute, das war's mal wieder mit einer kleinen Runde Mario Party. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und schaut auf jeden Fall bei Dena vorbei. Das ist ja mein super toller Varo-Teampartner. Da haben wir, wie gesagt, eine richtig geile Runde Surviving Games gespielt. Das war schon rekordverdächtig. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.